Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Final Fantasy 15. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir haben heute was vor. Wir infiltrieren die Basis hier. Wir müssen uns da irgendwie hochbegeben. Dann machen wir das doch gleich. Ganz flott. Voilà. Okay. Da kommt Freude auf. Ein Plan? Ein Frontalangriff. Steht ganz offensichtlich außer Frage. Wir müssen unbemerkt eindringen. Halten wir uns verdeckt und schalten einen Gegner nach dem anderen einzeln aus. Das heißt, ich schalte. Seid ihr bereit? Einen Gegner nach dem anderen aus, weil ich der Einzige bin, der sich potten kann. Wir greifen Super. Bei Nacht an und ziehen uns vor Sonnenaufgang zurück. Alles klar, Chef. Nach ihnen vernichteten Niederlagen gegen Noctis und seine Freunde sind die imperialen Generäle. Wir müssen den Magitech-Sender zerstören. Ohne ihn haben wir leichtes Spiel mit den MI. Los geht's. Alles klar. Eigentlich nicht alles klar, aber alles klar. sehen die uns nicht, wenn wir da durchgehen? Bin verwirrt. Oder sehen sie uns nur im Licht? Verstehe ich nicht so ganz. Magitech-Generator zerstören. Das ist unser Ziel. Okay, wir müssen wahrscheinlich mal da rein. Da haben wir was. Elektrolytkondensator. Okay. Aber da ist nichts. Oh nein. Wie soll ich denn die drei unbemerkt ausschalten? Leben die? Oder nicht? Schlafen die Teile etwa? Lasst euch auf keinen Fall entdecken. Die patrouillierenden MI werden sofort Alarm schlagen und Verstärkung anfordern. Okay, ich bin verwirrt. Ich verstehe nicht so ganz, wo wir durch sollen. Hopp mich mal hoch. Das kann ja lustig werden. Oh, Stufe 3. Süß. Sind die alle so schwach hier? Steuern. Was kann ich damit steuern? Das Licht? Ich verstehe. Wir können die Lichter ausschalten. So sehen sie uns nicht. Und so kann man sie dann ausschalten, ganz insgeheim. Okay, jetzt muss ich nur wissen, wo die anderen sind. Ich brauche mich mal da hoch. Darüber? Ich bin darüber! So habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Ja, ich gebe dem Taktiker die Schuld. Lass mich meinen Namen im Kampf reinwaschen. Schalte an die Front. Folg Ups. Mir. Das war nicht meine Absicht! Oh Gott! Oh Gott! Okay. Das war nicht meine Absicht. Oh Scheiße. Kommt du! Alter, was ist hier los? Okay, warte. Die Phönixfeder für Prompto. Dann brauche ich dringend einen Supertrank. Heiltrank für Ignis. Ja.
Blocken parieren! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. In was habe ich mich da nur eingebrockt? Was habe ich mir da eingebrockt? So habe ich mir das definitiv nicht vorgestellt. Komm schon. Nicht schon wieder. Heiltrank für... Mann, wollt ihr mich veräppeln? Wo ist er denn? Das ist doch nicht wahr. Wir müssen uns nachher wieder mit Tränken aufrüsten. Komm schon, komm schon, komm schon. Weg damit, weg damit, weg damit. Oh Gott. Kommt doch schon wieder fast tot. Kommt, du Mann. Ja, was geht hier ab? Oh Gott. Was ist denn hier los? Radio! Was geht hier ab? Halt, Frank. Halt, Frank 4, kommt du. Such mal den zu zerstören, vielleicht ist dann die ganze Sache durch. Gib mal Deckung. Stirb. Komm schon. Oh Gott, komm schon. Auf geht's. Und Abflug. Erfolg auf ganzer Linie. Perfekt. Oh Gott. Achtung, Nord. Verstärkung im Anmarsch. Ich habe nicht so schnell mit einem Wiedersehen gerechnet, Hoheit. Oh oh. Wie töricht von euch herzukommen. Oh oh, das kann nichts Gutes bedeuten. Und ich mache es kurz und schmerzlos. Das kannst du dir knicken. Befehlshaber des Imperiums. Loki Tummelt und Caligo Uldor. Diese Dreckskerle. Noch begleichen wir die Rechnung. Da werden wir also. Würde ich sagen. Gladio! Wir haben schon vorhin nicht geschnitten, weil ich es verkackt habe, aber okay. Auf geht's! Los, los, rauf! Was ist denn los mit dir? Jetzt aber. Halt, Frank. Super, Frank. Weg damit. Das Katz-und-Maus-Spiel war ja ganz amüsant. Aber jetzt ist Schluss damit. Sagst du nicht. Bring mir den Prinzen lebend. So ein Scheiß. Ich kriege mich nicht.
kommen einfach immer mehr. Das sonst du doch. Das sieht gar nicht gut aus. Alles gut, kein Ding. Das schafft man. Ade. Sehr gut. Los, Gladio. Rauf. Das schaff mal, komm schon. Heiltrank. Heiltrank. Nachher müssen wir uns definitiv wieder mit Heiltrank ausrüsten. Oh mein Gott. Alter! Supertrank Noctis. Supertrank Prompto. Noctis, habt ihr gesagt, du sollst einen Supertrank nehmen? Wieso nimmst du den nicht? Na, jetzt. Oh Gott. Alter! Es geht mir langsam, geht die mir auf den Keks! Ich muss meine Leben im Auge behalten. Supertrank für Prompto. Oh, Ignis! Ignis! Ich bin Heiltrank. Alter, hört das auch noch auf? Sehr gut. Oh mein Gott. Punkt. Alter. Das ist doch nicht mehr normal hier. Ach Gott. Das ist echt nicht normal. Gladi ist der Einzige, der hier gut durchhält. Der Gäste ist so richtig am Arsch. Alter, was soll das denn? Ich hab gleich wirklich keine Heiltränke mehr. Komm schon, rauf, 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 rauf. Gott, ich bin hier nur am Tränke verteilen. Dann lass es halt sein. Nimm doch ihn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So langsam gehen euch die Kräfte aus, was? Ich sorge dafür, dass ihr für immer ruhen könnt. Noch einmal lasse ich mich nicht demütigen. Oh, diesmal bin ich am Zug. Fahrzeuge? Was ist das denn?
Oh mein Gott, das ist weit über unserem Level. Oh mein Gott. Was, zwei? Das ist nicht der Ernst, oder? Ach du Hölle. Das kann ja lustig werden. Wie soll man das jemals überleben? Alter! Oh mein Gott, jetzt wird's kritisch. Jetzt wird's richtig kritisch. Wie soll man das schaffen? Ich sollte mich selber auch was geben können. Ach, ich sterbe, super. Ja, und jetzt? Vorbei, super. Ja. Alter, was war das denn bitte jetzt? Ganz ehrlich, die Quest ist, glaube ich, für uns noch ein bisschen zu schwierig, weil die Bosse, die da kommen, beziehungsweise die Gegner. Oh nein, schaffen wir das? Achtung, Nacht! Verstärkung im Anmarsch. Ich habe nicht so schnell mit einem Wiedersehen gerechnet, Hoheit. Wie töricht. Nee, das kannst du nicht richten. Kann ich das auf nur Pause drücken? Ach, hier. Aber ich kann nichts laden. Aber ist er das dämlich. Ergebt euch ohne Widerstand. Und ich mache es kurz und schmerzlos. Oh, nö. Wer sind die beiden Unsympathen? Befehlshaber des Imperiums. Loki Tummelt und Caligo Uldor. Diese Dreckskerle. Nocht, begleichen wir die Rechnung. Ja, machen wir sie fertig. Jetzt kannst du knicken. Genug mit Schleichen. Hey, da geh mir nicht auf den Keks. Das war's. Sind einfach zu stark für uns. Nee, komm schon, ich... Töte mich, los! Nein! Nee, wirklich, das schafft man nicht. War so nicht geplant. So, kann man jetzt endlich das Zeug beenden? Alles gut, wir lassen es sein. Ich glaube, das machen wir ein anderes Mal. Wir sind noch zu schwach dafür. Oh Gott. Nee, nee, echt nicht. Wir haben es versucht. Aber es ist nicht machbar. Nicht mit unserem Level. Also diese Quest werden wir auf jeden Fall verschieben. Oh, Stufe 46. Super, dass ich die auch mache, oder? Vielleicht erstmal schaut, was für eine Stufe die hat. Also die kann man uns knicken. Wir machen eine andere Quest. Ja, das wird sonst nichts. Also. Wir haben ja, glaube ich, noch ziemlich viele Quests offen. Da ist eine Quest offen. Hier unten ist eine Quest. Da haben wir zwei Quests. Hier haben wir sogar vier in Lestalum. Hier haben wir eine Quest. Da unten haben wir eine Quest. Was ist das denn? Kollaborationsinhalt? Von Final Fantasy 14? Ist nicht wahr. Richtig cool. Vielleicht können wir uns das in der nächsten Folge anschauen. Mal gucken. Oder sonst irgendwas so. Oma's auch noch eine Quest.
ist schon cool. Naja, auf jeden Fall werden wir in der nächsten Folge uns einer anderen Aufgabe widmen und uns später mal um diese Basis hier kümmern. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem etwas Spaß zuzuschauen, wie ich hier gefällt habe. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge Final Fantasy XV wieder. Tschüss!